Ich habe drei SVG-Formen in meinem Viewport. Sie werden untereinander dargestellt, weil sie Blockelemente sind. Ich habe sie zu Blockelementen gemacht, auf Ziele 2 in meinem Style-Sheet. Das heisst, sie ziehen den Umbruch nach sich ziehen und ich habe einen Abstand eingestellt, nach oben 0, links und rechts automatisch und nach 150 Pixel. Weil es nach links und rechts automatisch Abstand gibt, werden sie eingemittet. Bis vor kurzem hat man so gelayoutet und wenn man ein bisschen kompliziertere Sachen wollte machen, ist es schnell sehr kompliziert worden. Seit ein paar Jahren gibt es ein CSS-Modul, das heisst Flex. Also Modul heisst eine Sammlung von bestimmten Eigenschaften, die zusammen eine Gruppe geben, wo man bestimmte Sachen damit machen kann. Und mit Flex kann man den Viewport bzw. ein HTML-Element in Haupt- und Nebenachsen gliedern und alles, was nachher dort drinnen ist, tut sich an diesen Achsen ausrichten. Ich tue jetzt die Regeln, die ich vorher geschrieben habe, löschen und schreibe eine neue Regel für den Selector Body. Also das heisst, was ich jetzt manipulieren möchte, ist der Hauptbehälter, der die drei SVG-Formen enthält. Zum Flex aktivieren schreibe ich Display Flex. Das erste Mal passiert überhaupt nichts. Man hat das Gefühl, es ist so wie ganz am Anfang. Oder? Die SVG-Formen sind Inline-Elemente, also werden sie nebeneinander dargestellt. In Wirklichkeit ist aber die Grundeinstellung von Flex so, dass die Hauptachse horizontal verläuft. Und wenn ich die Hauptachse vertikal einstellen will, kann ich schreiben, Flex Direction Column. Und jetzt werden sie untereinander dargestellt. Ihr seht, dass der Texteditor mir auch Column Reverse vorschlägt. Das würde bewirken, dass. Ich kann es ja schnell machen. Das bewirkt, dass die Achsen auf den Kopf gestellt wird, also das erste Element als unterstes Element angezeigt wird. Ich mache das jetzt nochmal rückgängig. Und jetzt, wenn ich möchte einen ähnlichen Effekt wie vorher erzielen, also Anordnung von oben nach oben, das heisst, die Hauptachse läuft vertikal, Flex Direction Column, könnt ihr jetzt noch sagen, dass sie eingemittet werden auf der Nebenachse. Die Nebenachse verläuft 90 Grad zu der Hauptachse, also horizontal. Die Eigenschaft Align-Items sagt, wie das sich Gegenstände im Flex-Container, das ist der Body, ist ein Flex-Behälter, wie sich Gegenstände dort drinnen auf der Nebenachse anordnet. Also Align, was falsch geschrieben, Items, Center. Und jetzt werden sie eingemittet. Und ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte, dass sie rechts angeschlagen werden. Und dann schreibe ich eben nicht right, sondern ich schreibe flex end. Und das hat einen bestimmten Grund. Im Moment läuft die Hauptachse vertikal. Und dann könnte ich zu euch sagen, align items right und rechts wäre auch der rechte Teil von der Nebenachse. Aber wenn du dir vorstellst, dass die Hauptachse vielleicht horizontal verläuft oder von unten nach oben, also verkehrt vertikal, dann wird es schnell kompliziert mit rechts und links. Und darum sagt man Flex End und Flex Start. So, da könnte ich sagen Start und jetzt wäre es links angeschlagen. Es gibt auch eine Möglichkeit zu sagen, wie das sich die Gegenstände, also die HTML-Elemente, auf der Hauptachse sollen verteilen. Sie müssen nicht einfach untereinander stehen. Natürlich könnte ich Abstände einstellen, aber ich kann auch sagen, dass sie sich sollen verteilen. Und jetzt ist es wichtig, dass man weiss, wie groß eigentlich der Flexbehälter ist. Ich mache jetzt darum mal eine Linie rundherum.
Und jetzt sehen wir, dass der Hauptbehälter nur so hoch ist wie die drei SVG-Elemente. Das ist in HTML generell so, dass ein Behälter immer so gross ist wie sein Inhalt, außer man sagt etwas anderes. Man könnte sagen, Height 600 Pixel. Und jetzt ist es höher. Oder? Ich könnte gerade sagen, es ist so gross wie ein Viewport. Es gibt eine Einheit, die heisst Viewport Height, VH. Das ist die Höhe vom Browserfenster. Und jetzt sehen wir, dass es unten ein bisschen überlappt. Das hat damit zu tun, dass der Body, weil der Browser so eingestellt ist, einen kleinen Abstand nach außen hat. Also, den könnt ihr jetzt auch gerade noch wegnehmen. Und ich habe immer noch einen kleinen Abstand. Das ist jetzt eine Finesse, wenn ich es auch lieber nicht gemacht hätte, aber wenn ich schon dran bin. So stellt man ein, dass ein Abstand, dass ein Element wirklich so hoch und so breit ist, wie dass man mit Höhe und Breite angibt. Und dass zum Beispiel nicht noch irgendwelche Ränder und Abstände dazugezählt werden. Das ist, ist eine lange Geschichte, die ich jetzt hier nicht erzähle. Aber was ich jetzt habe, ist eine Achse, eine Hauptachse, die wirklich von oben nach oben reicht. Und jetzt kann ich sagen, Justify Content. Das bedeutet, die Verteilung auf der Hauptachse. Und da gibt es jetzt verschiedene. Also ich sehe, es wird mir recht viel vorgeschlagen. Ich könnte auch hier sagen, Flex End. Und jetzt wird alles unten angeschlagen. Ich könnte auch sagen, Space Between. Und das ist interessant, weil jetzt werden die Elemente so verteilt, dass sie den Viewport oder beziehungsweise die Höhe voll ausfüllen. Oder vielleicht müsste man besser sagen, die Länge von der Achse. Wenn ich jetzt nämlich ein Browserfenster anders einstelle und die Höhe verändere, dann seht ihr, dass das obere und das untere Element immer am Rand angeschlagen werden und das mittlere eingemittelt bleibt. Also das heisst, der Platz wird ständig neu verteilt. Das ist Space Between. Es gibt etwas Ähnliches, das heisst Space Around. Und jetzt wird der Platz so verteilt, dass gleich viel Abstand zwischen den Elementen ist. Und da, also unten und oben, halb so viel. Also das ist halb so viel wie der Abstand zwischen dem Rechteck und dem Dreieck. Und der Abstand zwischen dem Rechteck und dem Kreis ist doppelt so viel wie der Abstand zwischen dem Kreis und dem Rand. Das ist Space Around. Und auch das tut sich jeweils gleichmäßig umverteilen, wenn man ein Fenster zieht. Also ich könnte jetzt hier unter Align Items das Center schreiben und dann mit rein. Und so habe ich ein achsensymmetrisches Layout mit relativ wenig Einstellungen hergestellt. So etwas ist bis vor ein paar Jahren komplett unmöglich gewesen.